Aber meine Herrschaften, geben Sie doch bitte Ruhe! Muss ich denn so brüllen? Ich bin hier als Hostesse aufgestellt und nicht als Lautsprecher. Also, was darf denn bitte sein? Wo soll's denn bitte hin? Na, am besten so quer durch den Garten. Ja, durch einen Biergarten. Ja, vor allen Dingen gestatten Sie bitte die Frage, wo ist denn hier der Kölner Stand? Passen Sie auf, ganz einfach. Sie gehen hier an der Eppelrohrstube entlang und lassen die Rio-Bar links liegen. Dann kommen Sie in eine Duftwolke, die zu den Blumenwagen von Nizza gehört. Wenn die verduftet ist, sehen Sie schon den Münchner Stand und da fragen Sie am besten noch mal. Sie können aber auch hier lang gehen, sind Sie gleich da. Na, ist ja egal. Oh, ciao, ciao, ciao und viel Spaß. Das ist ja, die hat ja... Na halt, mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Die hat ja vielleicht ein Goschen. Wie ein Maschinengewehr. Ja, wo gibt's denn sowas Närrisches? Das ist ja vielleicht eine Überraschung. Hä? München und Hamburg an einem Tisch. Darf Berlin sich da vielleicht dazwischen kriegen? Ja, freilich. Gestatten, Hampelhuber, Oberförster. Förster ist ja zum Schießen. Ja. Petersen, Koch. Na, das passt doch prima zusammen. Was Sie schießen, können Sie gleich verbrauchen. Nee, wohl kaum, Fräulein. Lehmann. Fräulein Lehmann. Wissen Sie, ich bin nämlich Koch in einer Fischgaststätte. Also? Ja, bei mir können Sie alles bestellen, was schwimmt. Sir, auch die Wildtrud Urselmann. Das ist aber eigentlich doch eine richtig schöne Stimmung hier, was? Ja, aber erwiesen ist es nicht. Was ist nicht erwiesen? Ich meine, ein Oktoberfestwiesen ist es nicht. Na Mensch, das ist doch hier auch ein Kölner Lokal. Da sehen so ja die Kellnerin anders aus als bei Ihnen. Sir? Kölsch, bitteschön. Was ist denn das? Ein Kölschen, oberjähriges Bier. Ein Bier nennen Sie das? Das möchte vielleicht einmal eins werden. Also hören Sie mal zu, Sie haben ja auch mal klein angefangen, ne? Ja, aber so klein nicht. Also, dann bringen Sie mir mal auch da so ein minderjähriges Bier. Und Sie? Ja, ich auch. Und vor allen Dingen ein schönes Rundstück dazu, ne? Ja, das haben wir nicht. Wir haben nur ein Röckelchen mit Käse. Was ist ein Röckelchen? Ach, nee, passen mir auf. Ich glaub, der meint ein Brötchen. Ein Semi. Ach, eine Schrippe. Ja. Also jetzt möchte ich aber endlich mal wissen, sind wir hier eigentlich auf einer Genussmittel- oder auf einer Karnevalsmesse? Wo bleiben denn hier die Amüsierspezialitäten? Ja, verstehen Sie mich? Die Schmankerl. Das haben wir auch, nur dass bei uns die Schmankerl mehr Schwankerl sind. Sie kennen sie hier. Dünnes und Fell.
Die Schlarer kommen jetzt erst. Und wissen Sie, wer seit fast 50 Jahren der beste Lieferant dafür ist? Na? Der Karl Barbier. Ach so. Und wenn der uns jetzt ein paar von Singer Evergreen singt, da werden sie zugeben, was der Barbier für Sevilla, dann ist der Barbier für Köln. Wir sind die Eingeborenen von Tritzonesien. Heidi, Chimela, 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 Bobo. Wir haben Mädelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chimela, 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 Bobo. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Tritzonesien. Heidi, Chimela, 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 Bum. Heidi Witzka, Herr Kapitän, mit Müller Bötsche fahren wir so jäh. Doch ganz so schön im Dunkle schunkle, wenn wir vor uns die Sterne funkle. Heidi Witzka, Herr Kapitän, ein Gespräch. Ja, gut, worüber wollen wir denn reden? Aber na, ein Telefongespräch, ein Telefonat, eine fernmündliche Unterredung. Ah ja, da drüben ist eine Münzfernsprecher. Ja, tut mir leid, ich habe bloß einen Hunderter. Aber da tut Ihnen leid, dass Sie nur Hunderter haben. Na, die 100 Mark tun mir nicht leid, aber der Schein, Sie haben doch selber gesagt, Sie haben einen Münzfernsprecher und keinen Scheinfernsprecher. Na, vielleicht. Was soll ich machen? Ja, versuchen Sie mal drüben im blauen Bock. Ach so, gut, danke schön.